Willkommen zurück, meine lieben Freunde zu Prince of Persia. Und ja, heute mein erstes Video nach langer Zeit wieder, was mit Tonaufnahme. So, und jetzt geht das ganze Abenteuer los. In der letzten Folge, wie ihr schon bereits gesehen habt, war ja hauptsächlich nur mit Video der Kampf gegen die schwarze Frau da, die da so schwarz angezogen war. Und ja, jetzt versuchen wir die halt wiederzufinden und ich hoffe, dass wir die hier vielleicht irgendwo finden, weil ich bin ja auch mitten im Nirgendwo gestrandet und weiß natürlich nicht wohin, also muss ich ja irgendwas Besonderes finden. Beziehungsweise habe ich auch nur einen Stock, das heißt meine ganzen Schwerter sind alle vernichtet worden. Okay, ja, muss auch da hoch. So. Ganz schön coole Aussicht hier. Mitten im Meer. Sonst ist hier Umgebung auch wirklich nicht so viel zu sehen. Sieht aber ganz schön interessant aus hier. Hopsala, falsche Richtung. So, hier vorne war noch eine Kiste, die nehmen wir direkt mal mit. Können wir da bezüglich neue Fähigkeiten freischalten. Haltet den Eindringling auf! So. Wir können... Ich kann mit meinem Stock einfach nichts anfangen. Das bringt mir halt alles nichts. So, klar, die ganze Anfangsleitung, wie alles funktioniert, wie man springen muss und laufen auf der Wende und dann springen mit Leertaste. Klar, funktioniert alles. So, einfach mal weg, weil mit dem Stock kann ich da anschadensmäßig nichts anrichten. Sieht aber ganz schön interessant aus hier. So, ist hier irgendwas offen? Ne, hier ist die Türe zu. Und da scheint wohl eine große Festung zu sein. Kommt schon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Zeigt euch. Wo ich herkomme, schaut man dem Feind ins Gesicht. Und ist er ohne Waffe, so gibt man ihm ein Schwert! Tötet ihn! Genau, so geht man ihnen ein Schwert und was haben wir? Ein Spinnenschwert bekommen. Let's go. Erstmal hier, die mich hier alle aufhalten wollen, erstmal hier erledigen. Bleib ruhig liegen. Gut. Ja, gut. Der Stock hat jetzt auch nicht mehr so die krasse Haltbarkeit. Sollte aber noch reichen. Ja, nochmal Leben auffüllen brauche ich ja wohl nicht bei das kleine bisschen. So, jetzt muss ich erstmal die wiederfinden. Sieht schon ein bisschen merkwürdig aus hier. Bei den ganzen Krähen hier auch noch. Na hallo? Da will mich ja wieder jemand aufhalten hier. Hallöchen. Oh, dann tanzen wir noch ein bisschen hier rum hier, ja? Was hast du so drauf, hä? Ja? Komm. Heute nicht, jo. Ich wollte eigentlich auf die andere. Wichtigere Angelegenheiten erwarten mich. Genau. Ich lasse mich hier eigentlich von dem aufhalten hier. Na gut. Besiegen wir den mal ganz schnell hier. Auf die andere Seite kurz. Das heißt, den nächsten Weg nehmen hier. Zack, zack. Und rüber. So, jetzt aber. Hat funktioniert. So, perfekt. Ich hätte nicht erwartet, dass mir so schnell aufgeht. Hä, ich geb doch gar nicht auf. Ich musste mich auch noch auf den Weg machen hier. Oh, gut abgefährt, Junge. Ja, jetzt habe ich dich, wa? Ah,
Ah, wann gehst du endlich kaputt, hä? Aha. Sehr schön. Wo gehst du hin? Nach oben rechts in die Ecke. Ups. Ach, macht der mich wahnsinnig. Also der stiehlt hier gerade echt meine kostbare Zeit. Seht ihr nun, wie es gemacht wird? Ich bin doch schon auf dem Weg zu dir. Ich weiß, wie es gemacht wird. Ah, ich will mich nicht lange aufhalten lassen. Ich komme ja sonst an dem nicht durch. Ja, kannst du mal einen Stock haben. Jo, ich würde mal sagen, der ist erledigt. So, hast du noch bestimmt so ein schönes Schwert für mich, oder? Ja, hier vorne. Zack. Dankeschön. Und dann können wir jetzt mal hier schön durchgehen. Aber auch alles zerstört, alles kaputt. Ist schon interessant, wie das Ganze hier schon aufgebaut worden ist. Beziehungsweise ist ja eh alles kaputt und veraltet. Da unten warten ja schon wieder welche auf mich. Noch einer? Irgendwo? Ne, anscheinend nicht mehr. Sandbehälter kann ich leider noch nicht benutzen. Ich habe leider noch die Fähigkeit dazu nicht freigeschaltet. Sollte aber vielleicht absolut kein Problem sein. Ja, frag die Krähe oder was da sein sollte. Die hat mir das gegeben. Das ist ein gutes Schwert. Besser als das Schwert, was ich aktuell habe. Naja gut, ich soll immer noch die eine finden. So. Hier sind noch die nächsten Fallen, aber die sind nicht mehr aktiv. Die waren mal aktiv. Was haben wir denn hier? Ein Sandbehälter. Ist auch schon aktiviert. Himmel! Was für ein Zauber ist das? Typischer Überraschungsangriff. Die müssen wir finden. Die müssen wir finden. Wenn ich die finde, dann muss mal Zeit. So, was haben wir? Erinnerung haben wir bekommen. Wie ihr macht, lässt euch die Zeit zu einem Punkt zurückdrehen, an dem ihr noch sicher wart. Mit R gedrückt halten. Genau das meine ich nämlich. Damit haben wir jetzt mindestens die Möglichkeit. Es scheint, als habe ich eine der Zeitkammern entdeckt, von denen der alte Mann sprach. Genau, da war nämlich auch noch was. Ja, vielleicht werde ich ja irgendwann mal diese Fähigkeit einsetzen müssen, dann seht ihr das genau, was ich meine. Beziehungsweise, lass mal gucken. Also mit R kann ich die Zeit zurückdrehen, dass ich mich wieder auf einen sicheren Ort befassen kann. Ist ziemlich geil, also muss ich wohl sagen. Auch sehr interessant. Ja. Die warten auch schon alle auf mich hier. Die Herren will ihn tot sehen. Falsche Richtung. Oh, hab's nicht mehr. Für diese Kühnheit werdet ihr zahlen. Ja, immerhin was Gutes, was man vielleicht sogar gebrauchen kann. Wo bist du denn? Ja, was mache ich denn hier? Die sind ja nicht so schwer, die Gegner. Trotzdem haue ich mir irgendwas kaputt hier. So, da die Tür jetzt eh abgeschlossen ist, müssen wir jetzt erstmal einen anderen Weg finden.
vielleicht ein bisschen voranzukommen. So, neue Fähigkeit freigeschaltet. Kann man immer gut sammeln. Verstärkt dann halt so ein bisschen die Waffen. Soweit ich zumindest weiß. Vielleicht weiß das einer, was die Kisten auf sich haben. Das ist immer noch nicht so ganz herausgefunden. So. C, um die Waffe zu werfen, ja. Gut, das ist schon mal die Karte, da müssen wir jetzt hin. Eingang der Festung, Gegenwart. Gegenwart. Folgt die Frau im schwarzen Anzug. Sag ich jetzt. Es steht zwar was anderes, aber ist auch egal. Warte mal. Wir haben doch hier irgendwie noch eine Möglichkeit. Ja, und ich sehe auch die Möglichkeit, die ist nämlich da oben. Das ist sowieso ein praktisches Video gerade dazu. So. Ah, so. Dann machen wir hier durch. So, tschüss. Ein bisschen hier alles einsammeln. Das ist sowieso fast kaputt. Dann nehmen wir das so mit. Zack. So, ich hoffe, ich habe die Geschwindigkeit hier noch drauf. Ich weiß nicht, ob ich die aktiviert habe. So, erstmal das Ding aktivieren. Nein, ich habe die Fähigkeit nicht aktiviert. Also ich habe das noch nicht freigeschaltet. Schade, weil das Tor geht da oben ein bisschen sehr schnell zu. Geschweige das da. Da müssen wir eigentlich durch. Da. Da wartet nämlich noch was ganz Besonderes. Aber vielleicht zeige ich das in den nächsten Videos. Da wird es auf jeden Fall genügend Möglichkeiten geben, das alles noch zu sammeln, zu freizuschalten und so weiter. Aber es war ja auch die falsche Richtung gewesen. Ich muss nämlich hier lang. Halleluja. Das war ziemlich knapp. Hoppala. So. Jetzt heißt es ab zur Festung rüber. Hellöchen. Haut mir nicht ab. Kleine Schwerter am Werfen hier. So, ja, die haben nämlich so ganz kleine Schwerter, ja, so minimale, ganz kleine, ja, so ganz klein, zum Werfen gut geeignet. So, auf geht's in die Festung rein.